Hallo zusammen, ich bin Mischa Klausen, Bobbi Brown Pro-Make-Up-Artist von der Schweiz und heute werde ich euch zeigen, wie einfach es ist, einen klassischen Liner zu machen. Viele haben Respekt vor einem klassischen Liner. Es kommt auf die Augenform drauf an, auf das Produkt, das man verwendet, aber mit ein paar einfachen Tipps und Tricks werdet ihr einen klassischen Liner mit Links machen. Ich verwende am liebsten den Gel-Liner mit dem Pinsel, um den Liner zu machen. Erstens mal ist er sehr weich zum Auftragen und zweitens, es hat wirklich den ganzen Tag. Wichtig, wenn ihr mit dem Gel-Liner arbeitet, lasst ihn nie offen, sondern dünnt ihn immer umdrehen und zu machen im Prinzip. Weil wenn ihr den lang offen lädt, wird er mit der Zeit trocken. Dann nehmen wir den Pinsel, nehmen wir das Produkt uns an, und arbeitet wirklich mit dem flachen Pinsel. Ihr könnt jetzt auch noch wie so jetzt abstreichen, aber schauen, dass ihr genügend Produkte auf dem Pinsel habt. Dann starten wir mal mit dem normalen Liner. Und zwar fange ich am liebsten immer hinten an. Das heisst, ich fange in der Mitte an und ich ziehe es zurück. Und ihr seht, ich gehe nicht so gerade den Liner malen, weil wenn ihr so auf das Auge würde ziehen, ist es viel schwieriger, eine gerade Linie zu machen, anstatt wenn ihr wieder den Pinsel auf die Wimperlinie legt und einfach zieht. Dann, wenn ihr zufrieden seid mit der Dicke, geht ihr einfach immer weiter vor und ihr könnt einfach kleine, feine Strichlinien zeigen. Mit der Zeit, wenn ihr ein bisschen geübter seid, macht ihr das dann auch in einem Mal. Und wichtig, immer bis vorne drin gehen. Was euch ein guter Tipp ist, ist, dass ihr könnt wie das Produkt nehmen. Nehmt ihr noch mal ein bisschen. Und dann geht ihr wie unten noch drin und zieht wie die Wasserlinie, die innere, von unten noch anmalen. So werdet ihr wirklich nachher wie keine Haut mehr sehen zwischen dem Liner und der Wimperlinie. Und es gibt einen ganz schönen Ausdruck. Das wäre jetzt mal eine Option von einem Liner. Ihr seht, vorne ist es ein bisschen feiner und nach außen geht es ein bisschen breiter. Jetzt gibt es natürlich noch den Winged Liner. Bei dem gibt es auch ein paar einfache Tipps und Tricks. Ich nehme wieder ein bisschen Produkt. Und das Wichtigste beim Winged Liner ist, dass er wieder der unteren Wasserlinie folgt und von da aus einfach wie eine Verlängerung zeichnet. Also ich habe jetzt wie eine Hilfslinie gemacht und eigentlich wie hier verlängert. So wisst ihr euch wirklich vom Winkel her, wo der Strich gehen müsst. Jetzt nehme ich wie den Spitz und fahre gerade uns drehen und verbinde es mit dem Liner, den ich vorgemacht habe. Ihr seht die Hilfslinie und jetzt einfach gerade an mich. Das heisst, was ihr jetzt einfach nur noch machen müsst, ist der Eck aussen an uns malen. Und schon habt ihr einen klassischen schönen Liner. Mit diesen einfachen Tipps und Tricks werdet ihr am Morgen ohne grosse Nerven einen perfekten Liner machen können.